Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg, dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Hallo Gerald. Hallo Robert und hallo und wunderschönen Tag euch allen, die ihr euch hier zugeschaltet habt. Wir sind ganz aktuell heute. Über dem Artikel steht noch Eilmeldung. Der amerikanische Pharmahersteller Eli Lilly will im rheinland-pfälzischen Alzey ein Riesenwerk bauen. Da freuen sich natürlich alle. 2,5 Milliarden Dollar werden da investiert. Bis zu 1000 Arbeitsplätze werden direkt im Werk geschaffen werden. Und jeder weiß, wenn so ein Werk entsteht, dann entsteht nochmal 1 bis 2 Mal so viel an Jobs drumherum. Das ist also für eine Region natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht eine tolle Sache. Darüber wollen wir aber gar nicht groß reden. Die Freude wollen wir weder verderben noch daran teilnehmen, sondern wir wollen darauf gucken, was passiert da eigentlich, Gerald. Diese Firma Eli Lilly will an einem neuen Boom-Produkt teilhaben. Und zwar sind Abnehmspritzen inzwischen eine der wichtigsten Wachstumsbranchen innerhalb der Pharmaindustrie. Eli Lilly hat da ein eigenes Produkt entwickelt. Das soll in Alzey hergestellt werden. Und selbst der Bundesgesundheitsminister hat sich natürlich riesig gefreut und das bestärke die Bundesregierung in ihren Bemühungen, den Pharma-Standort wieder attraktiver zu machen. Klar, da freut er sich. Aber was passiert da eigentlich? Abnehmspritzen? Haben wir nicht immer gedacht, entweder man isst einfach weniger, dann nimmt man ab, oder es ist eine Stoffwechselstörung, dann ist es ein medizinisches Problem und ein Fall für den Doktor. Ja, aber jetzt hat Eli Lilly einen Weg gefunden und eine Substanz entdeckt, die im Hirn diesen Bereich hemmt, den wir so Appetitzentrum nennen. Also das, was einen dazu bringt, dass man immer wieder so Appetit auf was hat und was isst, ist ja im Hirn ein bestimmtes Netzwerk, was dann herausgebildet worden ist. Vielleicht ist noch wichtig dazu zu sagen, dass man damit schon auf die Welt gekommen ist, dass so ein Netzwerk da war. Das hat ja dafür gesorgt, dass man dann so begeistert an der Mutterbrust gesaugt hat. Aber was in der Natur wahrscheinlich nicht vorgesehen gewesen ist, dass das manchmal so stark wird, dass die Person sich gar nicht mehr dagegen wehren kann, dass der Appetit so groß wird, dass dann auch entsprechend viel gegessen werden muss, dann dehnt sich der Magen aus, der ganze Stoffwechsel stellt sich auf diesen Überschuss an Nahrung, der dazu geführt wird, ein. Und natürlich wird man davon auch immer adipöser und bei manchen Menschen wird das wirklich zu einem Riesenproblem. Das ist kein schönes Leben mehr, wenn man mit so einem Übergewicht umherläuft. Und dann fehlen uns aber bis heute die geeigneten Ansätze und Methoden, also Appetitzykler, haben wir schon alle mal was von gehört, um dieses überaktive Appetitzentrum, nennen wir es mal so, anzuhalten. Und die haben irgendeine Substanz gefunden, die kann man auch nicht oral einnehmen, also über Tabletten. Offenbar wird das im Darm abgebaut und deshalb muss man das spritzen. Das ist extrem teuer. Die Spritzen muss man auch selber bezahlen, weil die Krankenkassen das gegenwärtig, wie dann immer betont wird, noch nicht zu bezahlen bereit sind. Aber das ist wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das durch entsprechende Lobbyarbeit auch noch ändert. Und dann hätten wir für die gesamte Bevölkerung weltweit eine Behandlungsstrategie, eine medikamentöse Behandlungsstrategie, um das überaktive Appetitzentrum zu bremsen. Das finde ich bemerkenswert. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil ich bisher immer gehört habe, dass man, natürlich kann man nichts dazu, dass man so dick geworden ist, aber da wurde immer gesagt, das ist ein Stoffwechselproblem. Und da stimmt was mit den Hormonen nicht oder mit dem Stoffwechsel. Und jetzt stellt sich raus, offenbar ist das gar kein Stoffwechselproblem, sondern es ist ein Problem mit dem Appetitzentrum.
Das wird ja jetzt gar nicht so offen gesagt. Und das ist, sind wir beide, die das jetzt miteinander thematisieren. Ja. Und ja, das bringt natürlich die ganze bisherige Vorstellung davon, was denn die Ursache für Adipositas ist, durcheinander. Nicht nur das. Das klingt jetzt alles, so wie du das beschreibst, erstmal wie ein medizinisches Problem. Und natürlich sind Menschen, die massiv übergewichtig sind, gesundheitlich auch in anderen Hinsichten gefährdet. Da gibt es dann Herz-Kreislauf-Probleme und alles mögliche Gelenkprobleme. Aber wenn ich mir angucke, dass Finanzanalysten zum Beispiel sagen, der Markt könne sich für solche Abnehmspritzen bis 2030, also innerhalb der nächsten 6 Jahre, ver-16-fachen auf 100 Milliarden Dollar, dann reden wir ja nicht mehr über medizinische Behandlung, dann reden wir über eine Lifestyle-Droge nach dem Motto, ich kann ja eigentlich essen, was ich will, ich muss mich auch nicht beherrschen, ich nehme einfach die Spritze. Ja, und du solltest schon mal Aktien kaufen von dieser Firma. Da kommt ordentlich was zusammen in den nächsten Jahren. Danke für den Tipp, aber im Moment beunruhigt mich noch die Idee, dass wir mit einem der wesentlichsten Aspekte des Menschseins, nämlich der Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinen Impulsen um? Wie gehe ich damit um, wenn ich wütend werde? Wie gehe ich damit um, wenn ich rauchen will? Wie gehe ich damit um, wenn ich Alkohol trinken will? Wie gehe ich damit um, wenn ich essen will? Nun offenbar so umgehen, dass wir sagen, da müssen wir gar nicht mehr selber Disziplin haben oder irgendwie uns dieser menschlichen Herausforderung stellen. Da gibt es eine Spritze für. Ja, wunderbar. Und dann kommt der Hirnforscher und sagt, diese Fähigkeit, einen Impuls zu kontrollieren, ist eine sogenannte exekutive Frontalhirnfunktion. Das heißt, die wird vorne in der präfrontalen Hirnrinde in Form von Netzwerken angelegt und dann auch immer stärker gefestigt. Und die Möglichkeit, die man dann hat, ist eben, dass man einen Impuls, der einem da hochkommt, zum Beispiel einen sexuellen Impuls oder eben so einen Hunger- oder Appetitimpuls oder auch auf Süßigkeiten oder aufs Rauchen oder aufs Alkohol trinken, dann könnte man sagen, ich mache das jetzt, ich merke, dass sich das meldet, aber ich mache es nicht. Und dort fängt das Menschsein erst an. Wenn ich ein Opfer meiner Impulse bin, dann bin ich verloren eigentlich in dieser Welt. Und deshalb ist das, was uns als Menschen auszeichnet, eben diese unglaublich tolle Fähigkeit, einen Impuls, der in uns entsteht, auch mal unterdrücken zu können. Das hat was mit Bewusstheit und mit bewusster eigener Lebensgestaltung zu tun. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn sich jetzt eine Gesellschaft entscheidet, dass das nicht nötig ist, dass man das lernt, solche Impulse zu kontrollieren, sondern man dafür eben ein Medikament anbietet, was diese Impulskontrollfunktion übernimmt, indem es einfach den Bereich im Hirn hemmt, aus dem der Impuls kommt. Großartig. Hätte ich als Pharmaverkäufer und Entwickler von modernen Pharmaka für diese gegenwärtige Welt natürlich auch sofort mitentwickelt. Es gibt kaum etwas, wo man so viel Geld verdienen kann. Wundert mich auch nicht, dass da die Leute in Alzey und die verantwortlichen Politiker und Wirtschaftsleute alle und die Aktionäre alle begeistert sind davon, dass da jetzt so eine Firma gebaut wird. Aber die richtige Frage heißt eigentlich nicht, wie wirtschaftlich ist das, sondern die richtige Frage heißt, was erzeugen wir damit in der Bevölkerung für eine Einstellung? Nun möchte man ja den Begriff Zeitenwende gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil der ja sehr inflationär benutzt worden ist in der letzten Zeit. Aber ist da nicht etwas Grundlegendes passiert, dass wir nun offenbar fähig und in großem Stil bereit sind, in Hirnfunktionen so einzugreifen, dass wir unser Gehirn gezielt manipulieren mit Medikamenten? Also abgesehen davon, dass wir das natürlich mit Alkohol und anderen Dingen immer schon gemacht haben. Aber das ist ja viel gezielter. Aber Zeitenwende ist jetzt nicht der richtige Begriff, weil ich war ja wirklich sehr lange in diesem Bereich der Hirnforschung aktiv und dort hat man immer das große Interesse gespürt, auch von den Forschenden selbst, herauszufinden, wie man das Hirn manipulieren kann. Es ging nicht so sehr darum, herauszufinden, was das Hirn braucht oder was der Mensch braucht oder das Kind braucht, damit es sich entfalten kann, sondern es ging immer um die Frage, wie können wir Substanzen, Medikamenten, Verfahren, Behandlungen gestalten, damit das, was wir gerne wollen, am Ende auch rauskommt. Und deshalb
hat man schon sehr früh nach solchen Möglichkeiten gesucht. Also wir können uns ja noch mal ganz kurz an die ganz frühen Appetitzykler erinnern, die da mal auch in Deutschland, ich glaube in den 20er, 30er Jahren schon erfunden worden sind, auch von den damaligen großen Pharmafirmen. Und das waren alles Substanzen, die hat man noch mit dem Tabletten in Tablettenform einnehmen können. Und die haben dazu geführt, dass man auf einmal keinen Appetit mehr hatte. Als dummer Nebeneffekt hat sich herausgestellt, dass das alles Serotonin-Agonisten oder Antagonisten waren, die dazu geführt haben, dass man nicht nur keinen Appetit hatte, sondern das waren ja Substanzen, die auch dazu geführt haben, dass die Aktivität dieses serotonergen Systems so verändert worden ist, dass man davon Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Ähnliches bekommen hat. Und deshalb sind viele unserer heutigen Substanzen, die verboten sind, weil sie als Drogen missbraucht worden sind, Ecstasy ist so ein Zeug, die sind ursprünglich als Appetitzykler entwickelt worden und mussten dann wieder vom Markt genommen werden, weil das so blöd war, dass man damit auch einen schönen Rausch erzeugen konnte. Und jetzt haben sie eine Substanz gefunden, die man injiziert und die offenbar so gezielt ins Hirn eingreift, dass die nicht mehr gleich einen so einen Rausch macht, aber wenigstens diesen aus dem Appetitzentrum kommenden Impuls hemmt, dass man sich Nahrung zuführt. Ist das die Spitze eines Eisberges? Gerald, du als Wissenschaftler, kann man das einschätzen? Wie weit ist es dann noch zu dem Schritt, eben auch andere Impulse, die wir als Menschen haben, vom Sexualtrieb über den Griff zum Alkohol bis hin zur Gewaltneigung, durch Medikamente gezielt zu manipulieren? Übrigens, wenn das in die eine Richtung geht, geht das ja auch in die andere Richtung. Ja, natürlich. Und ich glaube, dass wir da aus diesem Bereich dieser pharmakologischen Hirnforschung weiter sind, als wir beide uns das vorstellen können. Aber wir brauchen ja nur um uns zu schauen. Und da gibt es ja zum Beispiel eine Impulskontrollstörung, die sehr bekannt ist. Das sind also Kinder, die ihren Impuls nicht kontrollieren können und deshalb über Tisch und Bänke gehen und den Unterricht unmöglich machen und Eltern in die Verzweiflung treiben. Die haben sozusagen auch die Fähigkeit nicht hinreichend gut entwickelt, diesen Impuls unter Kontrolle zu halten. Und ADHS heißt das schöne Krankheitsbild. Und da hat man ja auch schon lange ein Medikament gefunden, was diesen Impuls so unterdrückt, dass das Kind auf einmal gar nicht mehr will. Also sitzt dann brav, Papa sagt, setz dich hin oder häng deinen Mantel auf, und dann zur großen Überraschung aller macht es das plötzlich, was es vorher nie gemacht hat. Das Kind hat jetzt aber nicht gelernt, seinen Impuls zu kontrollieren, sondern es hat ein Medikament eingenommen, was diesen Impuls hemmt. Und wenn man es ganz böse sagt, heißt das, dass man damit dem Kind auch die Möglichkeit geraubt hat, selbst doch noch, auch wenn gleich etwas verspätet und vielleicht auch nicht so effizient wie andere, aber doch noch irgendwie zu lernen, seine Impulse zu kontrollieren. Je häufiger das Kind die Pille einnimmt, desto weniger ist es in der Lage, diese wunderbare Erfahrung zu machen, wie schön das ist, wenn man mal nicht gleich jedem Impuls folgt, sondern einfach mal wartet und erstmal guckt und erstmal überlegt und umsichtig dann zu Werke geht. Und das kann man natürlich nicht lernen, wenn der Impuls, den man da hat, der Handlungsimpuls, nicht von einem selbst kontrolliert werden muss, sondern wenn man da eine Pille zur Hand hat, die diesen Impuls per se unterdrückt. Das heißt, wir sind längst in diesem Bereich drin. Es gibt auch Möglichkeiten, den Sexual, also die Libido, zu unterdrücken. Das wissen auch nicht so sehr viele, aber das ist eine Nebenwirkung der Antidepressiva, die wir dem Patienten geben, also die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Kann man ja bei Angststörungen, bei depressiven Störungen und so weiter einnehmen. Und die werden dann ja auch verordnet. Da steht das ganz klein auf dem Beipackzettel oder vielleicht steht es auch gar nicht da. Nebenwirkung, Verlust der Libido. Also dann will man nicht mehr. Der Impuls ist dann auch gleich mit weg. Ja, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu dieser Abnehmenspritze. Ginge das nicht auch anders? Ich meine, erstens gibt es ja Leute, die durchaus ihre Fresssucht unter Kontrolle haben. Und zweitens gibt es auch Leute, die sich davon lösen können. Es gibt Menschen, die die Kurve kriegen, die plötzlich sagen, nein, ich will das nicht mehr, ich will mich bewegen können, die es schaffen abzunehmen. Also offenbar ist das Gehirn doch durchaus auch in der Lage, diese Impulskontrolle in so einem klar definierten Bereich zu lernen. Ja, natürlich, das Hirn ist ja zeitlebens plastisch und formbar. Und damit da oben aber ein neues Netzwerk entsteht, zum Beispiel eins, mit dem man so einen Appetitimpuls hemmen kann, dann müsste man schon von Kindesbeinen an Gelegenheit gehabt haben, die Erfahrung zu machen, wie schön das ist, wenn man einem Impuls nicht einfach nachgibt. Das heißt, man müsste zum Beispiel Kindern helfen, eine Süßigkeit auf den Tisch zu stellen und dann nicht zuzubeißen und das nicht aufzuessen. Und dann, wenn man das kann man mit Kindern auch natürlich machen und das ist ja auch schon gemacht worden und kluge Eltern machen das ja auch so, dass die nicht verbieten, sondern dass die dem Kind helfen, den eigenen Impuls zu unterdrücken, weil das Glück darüber, dass man das geschafft hat, so riesig ist. Und das bedenkt man dann ja auch nicht. Das ist ein großes Glücksgefühl, wenn ich als Kind schon merke, ich muss nicht diesem Impuls folgen, ich kann mich erstmal zurücklehnen, überlegen, ob ich das jetzt will und dann treffe ich eine bewusste Entscheidung. Das ist sowas Menschliches und es gehört so zur Menschwerdung dazu, dass es natürlich eine Schande ist, wenn wir hier in der westlichen Welt unseren Kindern nicht mehr genügend Gelegenheiten bieten, um das zu lernen, sondern eher in einer Welt leben, in der ja, wir alle der Meinung sind, dass das doch total in Ordnung ist, dass man, wenn man gerade mal einen Impuls hat, den auch stillt. Dabei wissen wir ja schon seit längerem, dass die positive Wirkung einer funktionierenden Impulskontrolle viel weiter geht als nur die Kontrolle des Impulses. Es gibt Experimente mit Kindern, wo man Kindern eine Süßigkeit auf den Tisch gelegt hat und hat gesagt, pass auf, wenn du jetzt eine bestimmte Zeit lang wartest, bekommst du zwei davon. Ungefähr gleich verteilt haben die Kinder zugegriffen oder nicht zugegriffen. Man hat aber in Langzeitstudien festgestellt, dass diejenigen, die die Impulskontrolle hatten, in ihrer persönlichen Entwicklung viel positiver sich entwickelt und entfaltet haben, als diejenigen, die die Impulskontrolle nicht hatten. Also da passiert doch offenbar viel mehr als nur die Frage, esse ich jetzt oder esse ich nicht. Ja, natürlich, weil das eine Voraussetzung für die gesamte weitere Lebensgestaltung ist, wenn du als Kind spürst, dass du nicht jedem Impuls folgen musst, sondern überlegen kannst, was du eigentlich wirklich willst und was in der Situation angemessen ist. Das ist so zentral. Und diese Studie, diese sogenannte Marshmallow, das war nämlich die Süßigkeit, diese Marshmallow-Studie, ist nicht so sehr bekannt gemacht worden. Also das ist zum Beispiel eine Information, die niemals hätte weggemusst, aber die ist auch nicht hochgehoben worden. Und natürlich gibt es dann auch immer Leute, und vor ein paar Jahren haben sich auch welche hingesetzt und haben nun mit ihren heutigen Fähigkeiten angefangen, diese Studie nochmal zu evaluieren und zu gucken. Und natürlich finden sie dann auch, dass da nicht alles ganz sauber gemacht worden ist. Und dann wird die Studie in der Luft zerrissen, sodass man sie jetzt eigentlich gar nicht mehr zitieren kann. Ist aber auch keiner rangegangen, hat sie nochmal neu und dann eben den heutigen Anforderungen gemäß wiederholt. Hat natürlich auch niemand Interesse dran, weil mit im Grunde einem Mangel an Impulskontrolle wird ja sehr viel Geld verdient. Du sagst es. Das ist der eigentliche Hintergrund. Wir leben in einer Welt, wo unser wirtschaftliches Wachstum und der Konsum regelrecht davon abhängt, dass es möglichst viele Leute gibt, die so eine Impulskontrolle nicht gelernt haben. Die also in ihrem Hirn diese Netzwerke nicht herausbilden konnten, weil sie nicht oft genug die Erfahrung gemacht haben, wie angenehm und wie schön das ist und wie beglückend das ist, wenn man einen Impuls, den man hat, nicht sofort umsetzt. Das lernt man auch übrigens so ein bisschen nebenbei. Ich habe ja als Kind noch sehr viel draußen gespielt und wir haben sowas, Baumhäuser haben wir zum Beispiel mit großer Begeisterung gebaut. Und da waren natürlich auch welche dabei, die hätten heute längst diese ADHS-Pillen gekriegt und auch die Diagnose, aber das gab es ja damals noch nicht. Und solche Zappel-Philips, und die konnten eigentlich ihre Impulse nicht so richtig kontrollieren, aber beim Baumhaus bauen, gemeinsam,
haben die gelernt, das Werkzeug zu sortieren, sich abzusprechen, zu fragen, wer was macht. Das hat sich alles geordnet. Die haben sozusagen Impulskontrolle gelernt, indem sie etwas gemeinsam gestaltet haben. Und das sind natürlich auch diejenigen mit dabei gewesen, die das noch nicht gekonnt haben. Und die haben dann den Nutzen, ich nenne das immer gerne, den Nutzen von Selbstdisziplin erfahren. Ja, das ist ja das, was wir uns wünschen. Menschen, die in der Lage sind, sowas wie Selbstdisziplin aufzubringen. Ja. Und was wir aber machen, ist, wir helfen den Kindern nicht, Selbstdisziplin zu erwerben, indem sie den Nutzen von dieser Selbstdisziplin erfahren, sondern wir disziplinieren die Kinder und sagen ihnen, hier, da geht's lang und so. Und dann kommen diese Abrichtungsmethoden, mit denen wir das erzeugen. Und dann ist das nicht eine Leistung des Kindes, wo es glücklich darüber ist, dass es das lernen durfte, sondern dann ist es eine Anpassungsleistung des Kindes, dass es sich diesen Abrichtungsmethoden unterwirft. Und da kommt eben nicht Selbstdisziplin raus, sondern Gehorsam. Das haben sie im letzten Jahrhundert extrem gut den Kindern beigebracht. Lass uns mal ein paar Dinge festhalten, weil das Thema ist so groß. Erstens, da gibt es eine Investitionsentscheidung. Die Menschen in Alzey freuen sich und diese Freude wollen wir ihnen auch nicht nehmen, weil da passiert für die Region erstmal wirtschaftlich was Tolles. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Da wird eine Abnehmspritze hergestellt, deren Funktionsweise viel weiter reicht, als es auf den ersten Blick aussieht. Auf den ersten Blick ist das relativ trivial. Kriegst eine Spritze, wirst nicht mehr dick, ist doch super, ja. Aber das geht eben viel weiter. Das geht um Impulskontrolle. Es gibt andere Möglichkeiten, Impulskontrolle zu lernen. Und letztendlich geht es darum, wie wollen wir als Mensch sein? Wie wollen wir uns als Menschen durch unser Leben bewegen? Daran hat aber niemand so richtig Interesse. Das ist der nächste Punkt, den ich festhalten möchte, weil kommerziell sind Menschen, die keine Impulskontrolle haben, natürlich viel spannender. Die kaufen sich mal eben schnell ein Auto, die kaufen mal eben schnell ein Haus, die rauchen eine Zigarette und trinken ein Bierchen dabei. Das alles wissend, was kann der Einzelne jetzt tun, wenn er sagt, ich möchte aber nicht, ich selbst, ich individuell möchte nicht ein Leben leben, in dem meine Impulskontrolle durch industriell hergestellte Medikamente erledigt wird? Ja, ich glaube, wenn du schon dein Hirn von klein an in eine Situation gebracht hast, wo diese hemmenden Bereiche gar nicht herausgebildet worden sind, die dazu geführt hätten, dass du jetzt so deinen Appetit unterdrücken kannst, dann hat sich das Ding ja so ziemlich, das ist ja jedes Mal eine Belohnung. Du hast so einen Impuls und dann tust du es rein und dann geht das Belohnungszentrum an und dann wird das ausgebaut. Und dann wird sozusagen dieses Ding, dieser Bereich im Hirn, der den Appetit erzeugt, der wird immer größer und immer kräftiger. Bis dann irgendwann ein Zeitpunkt ist, wo du das auch nicht mehr anhalten kannst. Dann wird's schwer. Also wenn wir jetzt über so etwas reden, wie man dem entgegenwirken kann, dann müssten wir darüber reden, wie wir mit unseren Kindern umgehen und in welchem Ausmaß wir denen dabei helfen, das sich nicht so ins Hirn zu bauen, dass sie später nicht mehr rauskommen. Und dann geht es weiter. Dann hast du keine hinreichende Kontrolle über diesen Appetit und dann wirst du auf einmal dicker. Und dann gab es früher immer noch dieses Sonderbare, dass man dann also geguckt hat, wie dick die anderen sind und dass man dann gemerkt hat, wenn man zu sehr in die Breite gegangen ist, war das einem unangenehm und dann gab es manchmal über diesen Weg eine Art von Impulskontrolle, weil man hat nicht mehr richtig so in das allgemeine Bild gepasst. Man kann auch sein, die sind auch sicher gehänselt worden oder sowas, aber es hat dazu geführt, dass die Zahl derjenigen nicht immer weiter gewachsen ist. Wenn du jetzt aber eine Gesellschaft hast, wo immer mehr Leute in der Kindheit nicht die Gelegenheit hatten, dieses Appetitzentrum so mit hemmenden Netzwerken auszustatten, dass man nicht jedem Appetit danach geht, dann hast du ja eine Situation, wo die Leute als Gesellschaft, in der Gesellschaft auch immer dicker werden. Adipositas ist heute eine Volkskrankheit. So wird es gesagt. Und ja, und dann, was willst du dann machen? Dann kannst du nicht jemanden, der dann inzwischen einen Magen hat, der fünfmal so groß ist wie normal und der da oben ein Appetitzentrum hat, was wahrscheinlich auch fünfmal so groß ist wie normal, dem kannst du doch nicht sagen, jetzt bist du dran schuld, jetzt hör mal endlich auf zu essen.
Das ist ein bisschen viel verlangt. Also da bin ich auch der Meinung, dass das mit diesen Schuldzuweisungen nicht funktioniert. Aber wir als Gesellschaft dürfen uns gerne die Schuld zuweisen, dass wir so blöd sind und es nicht verstehen, dass wir unseren Kindern helfen müssen, das zu lernen, bevor es zu spät ist. Und dann hat man auf einmal so viele, die dann merken, das wird jetzt sehr behäbig, also mit den ganzen Folgeschäden, die dann bevorstehen, und dann wollen die dünner werden, und dann hat man ja bisher immer in der allergrößten Not ihnen vorgeschlagen, dass man den Magen sozusagen verkleinert. Das haben auch manche gemacht, dann ist es natürlich, dann passt nicht mehr so viel rein. Das ist, hat auch mit Impulskontrollerwerb nichts zu tun, sondern da hat man einfach denen auf diese Weise den Appetit verdorben, dass denen dann schlecht geworden ist, wenn sie noch mehr gegessen haben. Und jetzt haben wir auf einmal so eine Pille. Und die ist sowas von einfach. Das einzige Problem an diesen gegenwärtigen Spritzen ist, dass sie noch viel zu teuer sind. Und dass sie selber bezahlt werden müssen, privat. Aber da kann ich dir, ich glaube, das sind wir uns beide einig, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Lobbyarbeit der Pharmaindustrie soweit ist, dass auch die Krankenkassen diese Spritzen bezahlen. Und dann braucht kein Mensch mehr darauf zu achten, dass ein Kind lernt, seinen Appetit und auch andere Impulse zu kontrollieren, weil es gibt dann für jede Störung, die daraus dann erwächst, ein Medikament. Herzlichen Glückwunsch, wir sind in der schönen neuen Welt angekommen. Gerald, ist das Information oder kann das weg? Hier haben wir eine Information, die kann sicherlich nicht weg, denn aus rein wirtschaftlicher Sicht passiert da erstmal jetzt was Tolles für die Region. Aber was dahinter steht, darüber gibt es eine Menge zu reden, auch viel mehr, als wir jetzt drüber reden konnten. Da werden 1000 Fragen aufgeworfen, die wirklich ans Eingemachte gehen. Insofern, das ist eine wichtige Information und da müssen wir auch insgesamt weiter drüber reden. Und das, was mich an dieser Strategie, die da jetzt gefunden ist, so fasziniert, ist, dass jetzt auf einmal klar wird, dass diese furchtbare Adipositas, die da bisweilen entsteht, eben doch keine Stoffwechselstörung ist, sondern dass die was mit diesem kleinen Zentrum im Hirn zu tun hat, das den Appetit regelt. Und damit sind alle Argumente hinfällig, die bisher gesagt haben, das ist genetisch, da kann man nichts dagegen tun, die haben so einen Stoffwechsel, das sind die Hormone. Nee, es ist das Appetitzentrum. Und das ist, glaube ich, ein unbeabsichtigter Nebeneffekt dieser Spritze, die da jetzt entwickelt worden ist. Und bringt uns aber dann zu der großen Erkenntnis, dass diese gesamte Literatur, die da bisher veröffentlicht worden ist, unter Nichtberücksichtigung des Appetitzentrums in die Tonne kann. Wunderbar, das ist sehr viel, was da drin ist. So eine große Tonne haben wir gar nicht. Gerald, ganz herzlichen Dank. Das war wieder ein Vergnügen, darüber zu reden. Und ich glaube, das ganze Thema Impulskontrolle wird uns auch weiter beschäftigen, weil wir haben es eben schon gesagt, da geht es darum, wie wollen wir eigentlich als Menschen sein, wie wollen wir leben. Das ist zentral, das ist nicht trivial. Das finde ich auch. Ich bin dankbar dafür, dass ich das mit dir besprechen konnte. Allen, die uns zugehört haben, einen schönen Tag und ja, versucht's ab und zu mal. Man kann jederzeit auch mal sagen, nein, jetzt nicht.